Morgens wecke ich ein Pokémon auf, abends bringe ich mein Pokémon ins Bett. Ich kann mir ein Leben ohne Pokémon nicht vorstellen. Kennst du die Pokémon-Liga-Professorin? Pokémon-Liga-Professorin. Sie genießt ein ruhiges Leben in ihrem Haus am See. Ich habe gehört, dass Tilly einen jüngeren Bruder hat. Sicher ist ein großartiger Trainer, genau wie unser Champ. Hallo, wie wär's mit ein paar frisch gepflückten Beeren? Doch, wieso nicht? Komm, wenn du uns schon anbietet, dass wir Beeren kaufen können. Komm. 10 KP. Sinelbeere, Olé. Wenn man ein Pokémon gemeinsam isst, schmeckt alles doppelt so gut. Ich gehe so gerne in die Boutique einkaufen. Ein neuer Hut reicht schon, um meine Laune zu heben. Okay, Boutique. Auf geht's. Was hat die Boutique? Wusstest du, dass jeder Laden andere Sachen verkauft? Also die Artikelauswahl hier ist schon etwas kindlich für meinen Geschmack. Wenn du etwas gekauft hast, kannst du es gerne in der Umkleidekabine anziehen. Das ist cool. 30.000, ja. Jawohl. Ja, einmal die schwarze bitte. Hose rot, gelb, grün, blau, orange, marinblau, violett, pink, grau, beige. Das ist nicht so cool. Weiß. Weiße Hose. Das ist zu viel rot. Ja. Socken. Schwarz, schwarz in hier. Jawohl, das haben wir hier 350 Dollar für Socken bezahlt, aber gut. Die sind die einzigen Schuhe, die es hier gibt. Schade. Rucksack. Alter. Alter. Das ist richtig fettes Outfit, Alter. Nice. Ballonmütze? Nein. Gibt's nur die hier? Nein, nein, nein. Bitte nicht. Strickmütze? Ja, wenn, dann nehmen wir die Strickmütze in schwarz. Schwarz-rot. Da ist immer dieser Rotton dabei, gell? Das ist dumm. Ja. Hier. Wo ist die? Nein, nicht Ballonmütze. Strickmütze schwarz. Jawohl, ja. Brille mit weißem Rahmen. Zu teuer. Schlichte Handschuhe? Nee, Handschuhe brauchen wir keine. Ja. Dankeschön! Nice sehen wir aus. Nice. Nice. Mama gibt uns Geld mit und am ersten Tag ist alles weg. Wie man es halt auch erwartet. So, weiter geht's. Sag mal, Matze, für einen echten Trainer ist die Arena-Challenge doch eigentlich ein Muss, oder? Hau raus. Du weißt nicht, was die Arena-Challenge ist. Na, das ist dieser riesige Wettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Der Gewinner hat gute Chancen, am Ende gegen den Champ antreten zu dürfen. Um sich für die Teilnahme zu qualifizieren, braucht man allerdings einen Empfehlungsbrief. Delion könnte mir jederzeit einen ausstellen, aber leider stellt er sich quer. Deshalb will ich jetzt die Professorin um Rat fragen. Du wirst bestimmt auch an der Arena-Challenge teilnehmen, oder? Dann können wir uns beide gegenseitig anspornen, wie echte Rivalen. Die Professorin wohnt am Ende von Route 2. Vergiss nicht, unterwegs ordentlich zu trainieren. Was lehrst du die beiden?
Nein, nicht Wulu. Okay. Wie sieht ein Dach aus? Schaut schön aus. Da hinten schaut richtig schön aus. Okay, jetzt wollte ich aber in das Haus noch reingehen, aber vielleicht dann hier Pokebälle. Das ist so beschissen. Pokebälle sind natürlich eigentlich Grundding und wir kriegen 5. Ich schau gerade nach. Haben wir 5 neue Pokebälle? Nee. Also irgendwie nicht so ganz. Schauen. Wir müssen aber nach unten gehen. Das heißt nicht, dass wir eigentlich noch Pokebälle finden können. Und Pokebälle zu finden wäre sehr, sehr praktisch. Neben der Boutique in einem Pokeball. Hier hinten. Das müsste die Pokepuppe sein. Jawohl. Westliches Pokémon-Labor in einem Pokéball. Nö. Okay. Zu den restlichen Routen gibt es noch keine Angabe. Habe ich jetzt gerade herausgefunden. PokeWiki lässt mich gerade im Stich am Anfang. Macht aber nichts. Das Spiel ist ja jetzt erst ungefähr seit, keine Ahnung, 11 Stunden raus oder so. Hallo. Hey Matze. Sag mal, weißt du überhaupt, wie man die Pokémon fängt? Falls nicht, erkläre ich es. Nicht erkläre ich es dir. Wer einen Pokédex füllen will, soll schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Delion? Oh, wie ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Matze. Die Pokébälle hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Hier habt ihr ein paar Pokémon. Ja, 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 danke. 20, ja. Nice, danke. Ganz ein bisschen schwer. Ich mich nehme so, hallo, Pokébälle, hallo. Tschüss. Ah, notfalls müssen wir nachher auch noch mal ein bisschen fangen. Ich hab die alle schon. Warum? Glühst du so komisch? Willst du mir sagen, warum? Weil du Level 7 bist! So. Nice. Chimpep, 18 Initiative. Es ist der beste Wert. Mit Angriff zusammen. Wuli,
Maiko Kleptifuchs fliegt jetzt eher aus dem Team, weil wir haben ein neues Kleptifuchs. Für den Namen gut. Kleptifuchs, Fuchs und Klepti für Kleptomane. Das ist schlau. So, Level 7. Was habe ich erhalten? 140 Watt? Zähneset gibt es auch. Ja, ja, ja. Ja, nein, 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 komm hier. Oh, welches von euch zwei jetzt? Yes! Und damit haben wir das erste Teammitglied, was bis zum Ende bleibt. Denn das Zickzacks würde ich gerne zu einem Barrikadax machen. Und deswegen wird es uns länger begleiten, dieses Zickzacks. Und dieses Zickzacks ist kein normales Zickzacks, das ist ein Galar-Zickzacks. Eine bestimmte Form. Joa. Nice, und damit haben wir die erste Galar-Form. So, und jetzt fliegt Raffel raus. Oder wann entwickelt sich Raffel denn? Was haben wir noch? Kleptifuchs? Mauzi könnten wir auch auswerfen. In mein Team. Ah, ich kenne die, hätte die Pokédex-Einträge auch vorlesen können, gell? I'm sorry. Und dann ein Volti. Ein Voldi. Ein Elektro-Pokémon. Das könnte. Ah, das ist weiblich. Schade. Könnten wir für den zweiten Arena-Orden brauchen, das ist nämlich Wasser. Oh. Ich hab's besiegt. Achso, ja doch, passt schon. Ein neues Voldi. Wieder Level 5. Und weiblich. Lass mich in Frieden, Voldi. Chance. Neue Chance. Neue Chance. Wie spricht ihr eigentlich Chance aus? Vielleicht sagt ihr Chance, sagt ihr Chance. Chance. Who knows? Fast alles wieder alles. So. Zweckstoß. Jawohl, und dann werfen wir gleich einen Pokéball. Nice. Es tut mir leid, Wolli.
Voldy, das Welpen-Pokémon vom Typ Elektro, Größe 0,3 Meter, Gewicht 13,5 Kilogramm, bekämpft 3. Beim Rennen erzeugt es Elektrizität in seinem Schwanzansatz. In der Galar-Region freut es sich bei Hirten großer Beliebtheit. In mein Team, denn wir müssen es mitnehmen. Voldy fliegt dafür raus. Wir brauchen es nicht vom zweiten Orden.